Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Vernissage im Café aktiv in Bruck an der Mur. Diabetes oder auch Zuckerkrankheit weltweit im Vormarsch. Und das Wetter am Wochenende sonnig und frühlingshaft mild. Seit 2007 gibt es das Café aktiv als Außenstelle des Bios-Institutes am Kirchplatz 1 in Bruck an der Mur. Hier ist es nicht nur gemütlich, sondern auch immer etwas los. Diesmal ist es die Ausstellung einer Künstlerin aus Kapfenberg unter dem Motto experimentelles Farbenspiel. Ja, mein Name ist Ernestine Heidenkummer. Ich komme aus der Breitenau und lebe jetzt aber schon über 30 Jahre in Kapfenberg. Ich bin verheiratet, habe eine Tochter, eine Erwachsene, die in Wien lebt. Und ja, und heute habe ich meine, ich glaube, 17. oder 18. Ausstellung, jetzt im Aktivcafé. Ich habe 2006 als Autodidakt zum Malen begonnen. Und seitdem, ja, ich male mit Acrylfarben. Ich male von abstrakt bis gegenständlich. Und in letzter Zeit habe ich mich mit der Porträtmalerei und mit erotischen Bildern versucht. Und das sehr erfolgreich, wie auch Walter Stelzer in seiner Laudatio über Ernestine Heidenkummer anklingen ließ. Eine wunderschöne Gelegenheit, wieder einmal mit einer Künstlerin, die sich wirklich bestens etabliert hat, gemeinsam eine Ausstellung zu machen, die sich wirklich sehen lassen kann. Und die Bilder sagen mehr als Millionen Worte. Und es ist wunderbar, wenn man hier Ernie Heidenkummers Bilder und Gemälde hier im Aktivcafé in Bruck an der Mur ansieht, welche schöne Atmosphäre man eigentlich schon fühlt, wenn man ins Lokal kommt. Kunst ist in der Kornmesserstadt offen gesagt kein Fremdwort. Es ist für Bruck alles eine Bereicherung, aber auf solche Veranstaltungen ganz speziell, weil gerade das Café aktiv bietet wirklich vielen Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit, hier auszustellen. Ich komme immer sehr gerne hierher, weil da ist wirklich eine tolle Qualität an Bildern. Und man sieht es auch heute wieder bei der Frau Heidenkummer, wirklich tolle Bilder, die hier angeboten werden. Und ich bin wieder glücklich, dabei sein zu dürfen. Ernestine Heidenkummer ist auch Mitglied des Brucker Künstlerbundes und hat bei Hermann Bitthoff Kurse besucht. Die kurze Entwicklung zur Ernestine ist eigentlich die, dass sie vor einigen Jahren bei mir Kurse belegt hat, Malkurse, und hat einen gewissen Grundstock, ein Fundament mitgebracht. Und dieser Grundstock haben wir gemeinsam versucht, eine Richtung zu geben, von Komposition bis Farbe, einfach in diesen Bildern eine Einheit zu schaffen, und hat das, was in ihr steckt, an Fähigkeiten und Talenten, habe ich versucht herauszuholen und das Wesentliche in ihren Gedanken zu steigern. Wenn ich heute ihre Bilder anschaue, die in der Technik des Acryls basiert, so ist ihr Schwerpunkt eigentlich so das Gegenständliche, die Auseinandersetzung mit dem Gegenstand, mit der Farbe, mit der Form. Und sie ist auf dem besten Weg, dies auch so umzusetzen, dass man Entwicklungen sieht und erkennt. Und diesen Weg geht sie sehr gut, und mit ihren Fähigkeiten entwickelt sie sich auch dahingehend. Farbe, Formen, das ist eigentlich ihr Schwerpunkt, mit Hell- und Dunkelwerten sich auseinanderzusetzen. Bis 25. April 2015 ist die Ausstellung Acrylbilder Ernestine Heidenkummer im Café aktiv zu sehen. Café aktiv ist aber noch mehr. Wir beschäftigen Klienten mit besonderen Bedürfnissen in der Backstube und auch im Servicebereich. Derzeit sind 8 Klienten, was wir betreuen. In der Backstube sind 6 Klienten und 2 Personen sind im Kaffeehaus. Sie werden ausgebildet. Seit 2 Jahren haben wir auch eine Ausbildung als Konditor, was wir anbieten. Wir haben ein reichhaltiges Programm, was wir Sie gerne verwöhnen möchten mit Mehlspeisen zu jeder Zeit und für jeden Anlass. Und außerdem im Café aktiv können Sie bis zum Sommerfest 2015 Lose kaufen und ein Bild von Ernestine Heidenkummer gewinnen. Die Weltgesundheitsorganisation lässt die Alarmglocken schrillen und ruft den Welttag der Diabetes aus.
Vor allem die Zahl der Betroffenen steigt drastisch. Die Mediziner werden immer häufiger mit diesem Problem konfrontiert. Die Zuckerkrankheit oder der Diabetes mellitus hat sich innerhalb der letzten 20 Jahre bei der Bevölkerung in den zivilisierten Ländern mehr als verdoppelt. Einer der Hauptrisikofaktoren ist das Übergewicht und es ist vor allem das Bauchfett. Und ich habe Ihnen da heute was mitgebracht, nämlich ein einfaches Maßband. Entscheidend ist der Bauchumfang. Besser sogar als die Waage, dieser sogenannte Wohlstandsbauch ist der wesentliche Risikofaktor für die Zuckerkrankheit. Für Männer über 102 cm Bauchumfang ist das Risiko für die Entwicklung eines Diabetes um das Fünffache erhöht und bei Frauen bereits ab einem Bauchumfang so um die 85 bis 90 cm. Und deswegen ist es ganz entscheidend, dass wir unsere Ernährung umstellen, vor allem leicht resorbierbare Kohlenhydrate meiden, vor allem Zucker meiden, Fette reduzieren und unsere tägliche Bewegung fördern. Laufen, Radfahren, Walken und insbesondere auch ein gewisses leichtes Krafttraining ist für die Entwicklung eines Diabetes eine Maßnahme, die dagegen wirkt. Zumindest 200.000 Österreicher haben Diabetes und wissen nichts davon. Woran erkennt der Betroffene die Symptome dieser Volkskrankheit und was kann man dagegen tun? Man muss in den Frühformen, muss man sie einfach messen, man muss zu den Vorsorgeuntersuchungen gehen, man muss den Blutzucker messen. Es gibt auch einen eigenen Zuckerbelastungstest, der gemacht wird bei den Fachärzten und auch bei den praktischen Ärzten. Aber man muss ganz klar sagen, wenn der Zuckerstoffwechsel bereits messbar pathologisch, also das heißt verändert ist, dann hat man bereits auch erste Gefäßschäden zu erwarten. Also es ist eine sehr tückische Erkrankung, weil man die Zuckerkrankheit über Jahre vorher eigentlich eben sehr, sehr spät bemerkt. Man muss den Zucker einfach messen. Diabetes hat auch Auswirkungen auf die Wundheilung. Ja, natürlich. Beim Zuckerkranken sind sämtliche Wunden, offene Stellen, die schlecht heilen, weil die Durchblutung gestört ist, weil die sogenannte Mikrozirkulation gestört ist und weil die Zellmembranen gestört sind. Und deswegen ist es ja ganz wichtig, dass man auch da Spezialisten aufsucht, damit diese Wunden, diese offenen Wunden bei den älteren Damen, offene Beine, bedingt auch durch chronische Venenerkrankungen, professionell behandelt werden. Weil wenn man das nicht tut, kann es sogar bis zum Verlust eines Beines führen, dass dann im schlimmsten Fall das Bein auch amputiert werden muss. Gibt es auch eine medikamentöse Möglichkeit vorzubeugen? Man muss ganz klar sagen, das beste Medikament ist die Bewegung beim Diabetes. Bewegung, 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 weil dadurch, durch mehr Muskelarbeit, wird der Stoffwechsel wieder angeregt und wieder normalisiert und die Bekämpfung des Übergewichts. Alle anderen Medikamente dienen natürlich dann dem Schlimmsten vorzubeugen, aber ganz entscheidend ist nun einmal der Lebensstil und darf über dieses Statement kommen wir nicht drüber hinweg. Und ein Irrglaube soll zurechtgerückt werden. Diabetes ist schon lange nicht mehr eine Erkrankung des Alters. Heute war es sonnig und die Temperaturen luden zu einem Besuch im Gastgarten ein. Milde 17 Grad gab es in weiten Teilen der Steiermark. Das Wochenende wird frühlingshaft. Mit viel Sonne steigen die Werte bis an die 20 Grad Marke und mehr an.